So, herzlich willkommen zu einem neuen Rasiervideo. Ihr seht ja schon, dass die Dinger schon ordentlich gewachsen sind. Und so, so. Jo, und heute kommt meine besondere Rasur. Er hat sich mal was gegönnt, ja. Nicht immer, Rasieren ist auch teuer. Hier seht ihr es. Alles von Gillette. Dieses in der Mitte, 5 Euro, ist nur ein Rasierer. Das daneben, 12 Euro. Und das Schaum, nochmal 3 Euro. Das ist die pure Luxusrasur, aber so ein Bodybuilder will natürlich ordentlich rasiert sein. So, ja, ich habe mir auch mal gedacht, wieder ein Rasiervideo. Es kam lange keins mehr rein. Und ja, wie immer, viel Spaß mit diesem Video. Ja, weil die Rasiervideo kamen immer so gut an und deswegen kommt heute mal wieder eins. So. Das kann man so klingen. Natürlich diesmal nicht mit so einem Zeug, diesmal richtig mit Rasierschaum und so hat alles, weil letztens hatten wir kein Gel gehabt und so, richtig, deswegen genau. Ja. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, draußen zum Beispiel, ja. Wo der dann leer gegangen ist und ja. So. Und hier sieht er. Das ist extra für Body und so. Also das ist jetzt ein Körperrasierer an sich, deswegen ist er klar, Gillette Body. Jo. Ja. Ihr kennt ja noch die Billigrasierer, aber die werdet ihr bei uns im Video nie sehen, die Billigrasierer. Diese Gefängnisrasierer, die für 1,50 so eine große Tüte oder so viele Teile waren. Die habe ich mir auch ehrlich gesagt abgewöhnt, die zu benutzen. Die sind nicht mehr. Ja. Aber das ist schon lange so. Ich bin wieder auf und hier seht ihr, wie der innen drin aussieht hier. Könnt ihr gucken, genau. Guckt euch das drei Klingen hat er und hier oben das Blau, was ihr seht, das ist so wie so ein Gelkissen ist das. Damit man ein bisschen Abstand zur Haut hat. Das drückt die Haut so ein bisschen runter, damit man da einfach so rüberziehen kann. Ja, die Technik ist schon geil geworden. Und hier sieht man dann richtig, wie der Kopf sich bewegt. Ja, das ist schon geil. Jo, so viel dazu, ne? Hier, den wolltest du ja. So, genau. Jetzt kannst du schon durcheinander. Halt, ich mach mal mit dem. Das ist nicht wieder dieser spezielle blaue Schaum, ist das. Beziehungsweise Gel, schauen wir es halt nicht, das ja. Ist Gel. Ja, grün, genau. Da. Aber natürlich, wenn man den auf dem Kopf hat, ist es natürlich nicht grün. Nee, dann ist er natürlich der wird nicht weiß. Zum Hulk. Genau. Nee, so krass dann doch nicht. Das kann man schon mal sagen. Also da, das wäre komisch, wenn man sich dann rasieren will und wird auf jeden Fall zum Hulk. Das ist dann schon irgendwo ein bisschen... Ja, obwohl die hier schon... Aber die müssen irgendwann naja, wieder trainiert werden. Das dauert noch ein bisschen da. Ist irgendwann mal in der Zukunft noch ein Fitnesskanal geplant, aber ja. Das wird noch dauern. Da muss ich euch sagen, das vergeht erstmal noch sehr, sehr viel. Ja, wir haben erstmal einen geilen Trick für die Leute, die den A-Kanal noch nicht kennen. Wir haben einen geilen Trick gemacht. Ihr wisst ja, dass YouTube immer Videos komprimiert. Und die Let's Plays, die Real-Life-Videos, lassen wir in die Qualität, wie sie sind. Da geht es ja mehr um den Inhalt. Richtig. Aber Let's Plays, da geht es mehr um die Grafik und so. Und wir haben die Videos jetzt umgewandelt, also von der niedrigen Auflösung einfach mit X-Media Recorder hochgewandelt. Und die sehen wirklich besser aus, obwohl es eigentlich gar nicht geht. Also sieht daran, weil YouTube denkt, das ist 4K. Und dabei ist es kein 4K. Oh, na klar. Ey. Das war jetzt nicht geplant. Ja. Na, fall auf die Hose. Oh. Das war jetzt nicht geplant. Ach, naja. Passiert dann auch nicht, oh mein Gott. Ja. Oh, der Schaum, ey. Oh, nee. Aber es ist wieder gut, dass er ordentlich was drauf machen kann, deswegen ja. Und ich mich an dir sparen muss. Okay, das Handtuch ist deins. Das lederne hier. Ist das deins? Kannst du ruhig nehmen, dein. Gut, dann nehme ich das mal dafür. Damit die Hose erstmal. Die Hose kann erst ein bisschen sauber gemacht werden, das geht so nicht. Schade, leider an der falschen Stelle. Gekommen, wäre schön, wenn es auf meinem Kopf wäre. Ja. Ja, okay. Oh Mann. Okay, gut, muss ich mich nachher nochmal drum kümmern. Da ist jetzt zum Glück noch die andere Hose bei. Ja, Gott sei Dank. Ach naja, gut. Ach, geht schon, Leute, guckt mal. Wird schon langsam. Ja. Darum geht es natürlich in diesem Video nicht, ne, YouTube? Ja. Dass ihr da mit einem Algorithmus was machen wollt. Darum geht es natürlich nicht, ist nur ein Missgeschick. Das Video heißt nicht, wie reinigt man deine Hose von Rasierschaum. Genau. Oh Mann, ey. So weit auch noch. Gut. Ja, vorhin jetzt nehmen wir natürlich Wasser. Kommt schon ein bisschen Wasser raus. Bin wahrscheinlich ein bisschen verkackt, wie es aussieht, aber. Ne, ist ja gut, da ist ordentlich was drauf. Okay. Durch die Aktion gerade.
Ja, wie wäscht man eine Hose mit Rasierschaum? Geil. Und im nächsten Video zeigen wir euch, wie man da eine Hose mit Würstchen wäscht. Oh Mann. Mit Würstchen und Ketchup, ne? Und die ganze Zeit oh, geil. Oh, oder wie man eine Hose mit Rasierklingen wäscht. Oh Mann. Boah, also man merkt schon, der Rasierer hat jetzt auch schon Arbeit. Oh, oh na klar. Ja. Ich glaube, da hätten wir doch noch einen Rasierer gebraucht. Geht schon, ja. Ja, und ich würde jetzt ein bisschen länger aufgehen. Oh Mann. Aber schon mal. Ist halt nichts, wenn alles so mal ernst bleibt im Video. Man muss ja auch mal ein bisschen rumüben können, ja. Oh, das sieht aus, aber geht doch eher schon ab. Aber man merkt richtig, wie viel. Ja, der hat zu tun mit mir. Ja. Aber das Schöne ist, bei dem, wir haben zeigen. Ja, hier. Ja, man sieht, weil die Klingen so ein bisschen auseinander sind. Ja. Und bei oben eine Lücke ist, da kommen die Haare schon durch. Sind die Haare wieder? Naja, halbwegs weg. Ja. Ja, das ist ja ein Nachteil, wenn man zu lang. Aber das liegt daran, weil die Rasierer dermaßen teuer sind. Und da kann man nicht jede Stunde einmal rasieren. Ja. Deswegen ja. Jede Stunde oder? Ja. wenn dieser Bodybuilder so ein bisschen reicher wäre, der hätte er sich mindestens jeden Tag einmal rasiert. Ja, jetzt wird es langsam. Jetzt habe ich den Bogen wieder raus. Jetzt wird es langsam. Ja. Oh. Ich darf natürlich nicht doll aufdrücken, ihr kennt es ja. Auch mit den schönen Rasierern kann man sich schneiden. Passiert leider auch. Ja gut, hat man gleich wieder Ketchup für die Hose an, oder? Ich bin auch nicht ehrlich, ich glaube, die Videos sogar gar nicht. Wie er wäscht die Hose waschen in der Rasierschaum. Das wäre echt mal ein Video. Ja, das ist schon geil, wenn man so ein Profi ist und weiß, wie man rasiert, das ist schon geil. Ja. Das ist natürlich nur das Problem. Bei Anfängern ist natürlich, da sollte. Ja, also Anfänger sollten wirklich einen Trockenrasierer nehmen, ohne Aufsatz und mehr bringt nicht. Oder erstens ist das billiger. Oder sich am besten rasieren, wenn die es unbedingt nass wollen, habe ich am Anfang auch gemacht, mich rasieren lassen. Ja. Sich rasieren lassen meine ich genau. Ja, aber das kostet dann wieder. Wenn man das beim Barbier machen lässt, der geht mit dem Rasiermesser dann rüber. Ja, logisch. Ah, die wollen 20 Euro dann dafür. Geht ja eigentlich noch beim Barbier. Wenn dran denken, was ein Billigfriseur, der gar nicht kann, was die verlangen dafür. Und das mit dem Trockenrasier verlangen die da 40 Euro fast. Also hier bei uns hier in unserer kleinen Stadt, da gibt es einen zum Beispiel, der nimmt 10 Euro. Ich meine, das ist auch heftig, aber 10 Euro ist immer noch besser, als gleich 20 zu nehmen. Weil ich kenne einen Kollegen und so, der hat für so eine Trockenrasur, nur mit einem Trockenrasierer, ohne Aufsatz, 30 Euro bezahlt. Ja, das ist natürlich durch die neuen Corona-Maßnahmen. Ja, nur weil die Haare vorher gewaschen werden mussten. Ja, richtig. Ey, dafür kriegt man doch selber einen Rasierer. Ja. Ey, wie kann man nur so Abzocke sein, ey? Das hier ist auch schon teuer, was er hier macht. Deswegen, ja. Aber man muss ja dran denken, wenn man das beim Friseur machen lässt. Die machen das ja nur einmal und trotzdem wächst es am nächsten Tag nach. Das ist richtig Geldverschwendung, sowas. Also meistens können sie die Friseure alle schließen da. Das ist wie so eine Abzockerei. Machen tun die da nicht, die wissen da nicht mal, wie die Gäste das haben wollen. Und so hat alles. Ja, das wissen sie schon, sonst würden sie ja nicht hingehen. Sonst wird es ja schon mal keine Friseuse mehr geben. Ich war am Anfang, wo das noch nicht war, so krass mit den Hygienemaßnahmen. Mit diesem Corona war ja noch an dieser Zeit noch lange nicht zu reden. Ja, deine Frisuren sind ja leichter. Manche wollen Undercut und so und die sind etwas aufwendiger und das kriegen die meisten da nicht mal hin. Ich habe für meinen Friseurbesuch einmal kurz schnell komplett mit Trockenrasur 7,50 Euro bezahlt. Und dann bin ich alle 3 Monate zu diesem Zeitpunkt zum Friseur gegangen. Das war in Ordnung, preislich. Ja, aber jetzt kann man das gar nicht mehr zahlen. Ja. Dann hat der Friseur mal 8 Euro gekostet und 8,50 Euro. Ja, und dann. Ein anderer Kollege und so, die zahlen jetzt 12 Euro, das war nicht mal auf 10 Euro. Ja, so schon krass.
Obwohl die da immer hinkommen, zu dem Gebäude. Ja. In ihrer WG da. Ja, das ist auch schon was. Das ist auch schon krass. 12 Euro schon zu bezahlen. Für Friseur. Also, das ist auch mehr so ein Privat, ist das? Ja, so, trotz alledem, aber zu uns. Also in unserer WG zum Beispiel kommt auch eine Privatfriseurin. Jedenfalls, wenn wir das möchten, kommt die auch. Und dann würden wir einen 5 Euro bezahlt und keine 12. Also das ist auch schon irgendwo. Ja. Gut, wenn es jetzt mehr wird, wie zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt mit Haare schneiden und waschen und, dann kommen auch 20 Euro zusammen. Aber noch längst keine 30 schon mal. Also, ich glaube, hier vorne müsstest du ein bisschen Schaum wieder ran machen. Weil das der sowieso, das passiert eh gleich. Da bin ich gleich dran. Man sieht mich schon wieder viel zu viel schwarz, ja. So, da halten wir nochmal kurz runter zur Hose. Ich zeige euch mal was, was ich bei den Klamotten gut finde. Fast wieder trocken. Ja. Und nichts Grünes dran. Genau, richtig. Also das ist ungefähr so ein Stoff wie Badekleidung ungefähr. Ja, nicht ganz so, das ist schon wieder was anderes. Badekleidung kannst du den wegen Stoff hier nicht. Den kannst du nicht stehen lassen. Ich muss sowieso vorne. Aber das ist sowieso schon geil, dass das überhaupt bei so einem langen Haaren überhaupt funktioniert mit dem Nassrasierer. Aber es, wie ihr seht, ne, ist das wirklich Müll, aber das lohnt sich auch. Ja, hier sieht man zwar ein bisschen Blut wieder, aber das geht noch. Ja. Ein FSK braucht man hier trotzdem noch nicht, ist nur ein bisschen. Das Schöne ist, es wird kein Splatterfilm mehr, sondern ganz normales. Ja, wie bei Ark. Genau. Ihr kennt ja, wer Ark kennt, ja, ihr macht einen kleinen Dodo-Schlachten und so und dann spritzt er an jeder Ecke, ey. Und so wird alles, ja. Gefühlt, ja. Leider. Warum die das auch immer so eingestellt haben? Ja, leider kriegt man das nicht aus. Das Blut? Ich finde das ein bisschen übertrieben, finde ich. Das an sich Blut, glaube ich, doch, das kriegst du aus. Aber ich finde es. Aber nur, wenn man auf seinen Privatserver ist, nicht auf den öffentlichen. Doch, selbst da. Du kannst das für dich selber ausschalten, wenn du das willst. Aber ich finde es dann schon wieder zu unrealistisch, wenn kein Blut spritzt. Ich meine, das ist zu viel, aber kein Blut, das wäre schon wieder unrealistisch dann. Und ich sehe auch gleich vom Weiten, wo Gefahr droht, wenn da so ein Revager kommt oder sowas. Wenn das Blut länger spritzt an einem Dino, das kann unsere Rager sein. Zum Beispiel. Also sowas zwischen Wolf und Hund, wer es noch nicht weiß. Die anderen Abspieler, ihr wisst, wovon ich rede. Ja. Wir Coaching-Rhythmen, sag ich mal. Oh, Junge. Oh. Ja. Ah, das liegt daran, weil das weiße Zeug dazwischen jetzt ist. Mhm. Hast einen Pickel getroffen, ja, deswegen. Ja, das ist alles. Das, da wäre ich noch mehr drin. Also, solange wieder da, keine Schmerzen drin spielst, geht's ja. Genau, das ist nicht der einzige, da kommt wohl noch mehr. Ja, solange wie die Schädeldecke nicht aufdeckeln braucht. Genau, genau. Solange wie nichts aufgedeckelt wird, darum ist alles noch wie so. Ah, das ist nur am Anfang so und hinterher nach einer Stunde sieht es richtig glatt aus, wie ein Baby vor. Da braucht man eine Windel auf den Kopf packen und dann geht das. Ja. Eine Puder auf den Kopf und dann. Genau, dann ist fertig. Ja, da braucht. Dann braucht der Kopf nur einen Bäuerchen machen und dann geht er im Bett. Genau. Genau, dann macht der Kopf ein Bäuerchen. Sieht auch geil aus. Ja. Wenn er dann richtig fertig ist. Leider können sich diese Frisuren nicht jeder leisten. Ich kenne so viele Leute, ja, die sich mit dem Billigrasierer rasieren, aber die müssen das wirklich jeden Tag machen. Weil sonst geht das gar nicht mit diesen gelben Rasierern. Ich habe die auch eine Zeit lang benutzt. Ich hatte mich einen zweiten Tag rasiert, aber ich sah halt jedes Mal aus, dass es nicht mehr vorstellbar war. Ne? Dann hättest du fast aufdeckeln können, so wie ich aussah. Ja. Da hätte man dich als Bierbüchse verwenden können. Ja. Und das Gehirn ist das Bier. Genau. Und ein anderer Kumpel, der hat ja mal Hunger aufgehört, deswegen ja. Mhm. Ja, das sieht nur ein bisschen am Anfang ein bisschen brutal aus hier oben. Und so, das sieht jetzt aus wie ein gerupftes Hühnchen, aber hinterher sieht es richtig cool aus. Genau, als wenn ein Hühnchen gerupft würde. Ja, oder ein Dodo. Genau. Er hat ja ein neues Video in seinem A-Kanal drin. Mit einem Kampf-Dodo.
Und dieses Video haben wir in 4K umgewandelt. Das sieht richtig gut aus auf YouTube. Auch was ein PlayStation 4 Video ist. Und wir haben nicht die gute 4 verwendet, wir haben nur eine alte 4 verwendet. Trotzdem sieht es gut aus. Und das Schöne ist, die Artefakte sind uns auch weg. Ja, dafür ist es geil. Ich mache irgendwann mal ein Tutorial-Video, um euch das mal zu zeigen, wie der Unterschied überhaupt ist. Ja, würde ich dir auch empfehlen, ist auch. Du kannst auch, wenn du willst, so eine Art Video zeigen, beispielsweise, was noch nicht hochgeladen ist. Das kannst du ja dann zeigen und dann, wie das darüber dann gemacht wird. So. Er zeigt dann einfach so, wie ich mit das Video reinziehe, einen XML-Recorder. Und dann erkläre, wie ihr das machen kann. Genau. Da könnt ihr zum Beispiel, ihr habt zum Beispiel eine PlayStation 3 oder irgendeine ältere Konsole und ihr könnt nicht in 4K aufnehmen. Dann einfach das Video mit der niedrigen Auflösung, kann auch ein Super Nintendo sein oder irgendwas. Und dann einfach hoch skalieren. Das ist ja nicht wirklich echtes 4K, sondern hochskaliert. Aber das sieht trotzdem aus, als hättet ihr live, wenn ihr das auf YouTube guckt, sieht das aus, als hätte man die Konsole selbst am Fernseher, weil die Artefakte dann weg sind. Die an den dunklen Stellen. Ja, das ist auch eine Sache, die mich gestört hat, persönlich. Aber das ist jetzt weg. Und so. Ja, dann kann man sagen, jo, so machen wir das weiter. Ja, und ihr seht ja auch, wie lange so eine Rasur dauern kann. Also, so die Frisur ist nicht jedermanns Sache. Wenn wer nicht genug Zeit über hat und so, und diese Ausdauer, bei denen ist die Frisur nicht geeignet. Man, nur weil Dwayne Johnson geil aussieht, heißt es nicht, dass jeder diese Frisur haben kann. Man muss auch dafür was tun. Umsonst gibt es leider nichts dafür. Man muss das Geld für die Rasierer ausgeben und natürlich die ganze Arbeit, die da drin steckt. Und das ist die beliebteste Frisur Deutschlands, nur nicht jeder kann die tragen. Weil die ja so teuer ist. Selbst wenn man nicht beim Barbier geht und man rasiert sich, dann kommt man fast zum selben Preis, wenn man den hochwertigen Rasierer verwendet. Und hier vorne seht ihr ja, da. Wir haben extra noch 4 Ersatzklingen. Diese 4 Klingen haben 12 Euro gekostet hier. Ja, die sind mächtig teuer. Ja, 4 Klingen sind das. Ist, und bei den Rasierer ist ja eine Klinge schon bei. Und dieser Rasierer hat 5 Euro gekostet. Mit einer Klinge. Das ist heftig. Was Gillette da verlangt. Naja, das liegt aber daran, weil Frauen müssen ja auch immer so viel Geld für ihre Kosmetik bezahlen. Da hat Gillette sich gedacht, naja, nehmen wir die Männer auch mal aus. Ja. So kommt ihnen das zumindest rüber. Ja. Weil sie zum Beispiel hier ein paar Blutflecken wieder. Also ja, aber es ist trotzdem noch ab. Eine hohe Altersfreigabe machen wir nicht rein. So brutal ist das auch nicht. Vorne geht das gut. Deswegen kennen sogar Leute ja, die sich einen Flugzeuglandeplatz oben rauf rasieren, ja. Du kennst doch die Insel, ja. Ja. Und das andere ist ja die. Das ist ja die Menschfrisur, ist das Gegenteil davon. Ich kenne genug Leute, die sich eine Menschfrisur mit Absicht rasiert haben. Das ist halt eben, nach meiner Meinung, das muss auch jeder für sich wissen, finde ich. Ich persönlich finde es angenehmer, schon alleine, weil ich eben nicht, also weil ich auch einfach. Schnee schwitze auch im Sommer, naja, wieder, wenn er wieder kommt. Alleine deswegen ist bei mir schon eigentlich eher Haare runter. Ja, man muss nur aufpassen mit diesen Rasierer, sonst sind die Augenbrauen weg. Ja, das geht ganz schnell. Einmal hier angesetzt, ein paar Mal jetzt hoch. Dann ja, das wäre es jetzt, wenn jetzt wirklich schon sind, zu dich da einen Tag weg. Nee, das wäre natürlich nicht mehr gut. Ja. Die bleiben natürlich dran. Ne? Die werden regelmäßig verschnitten, aber ansonsten so bleiben die dran. Ne? Seht ihr hier die langen Haare zum Beispiel an der Augenbrauen? Das zum Beispiel würde ich gerne hier mit wegmachen, aber es schwer zu machen. Ja, dann. Nein, ist das nicht poliert nachher. Da hast du den Babypo mit vorne auch dran. Ja. Den habe ich ja sowieso bald vorne dran wieder. Das ist der nächste, der dann runtergeht.
Aber das zeigen wir uns dann im nächsten Video. Na, und bei mir ist der Freund hier unten ziemlich lang. Mal überlegen. Ja, ungefähr so lang wie mein Zeigefinger ist der Freund dran, also mein Bart. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Bartträger. Aber was so komisch ist für ein Phänomen, ja, muss ich ehrlich mal sagen. Die, die jetzt weniger Haare haben, die wollen unbedingt Haare. Ich habe davon zu viel, ich will sie loswerden. Das ist, ja. Das ist schon. Das finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Ja. Ich hätte es am liebsten ganz. Bei dir kann man mehrere Pullover draus stricken. Ja. Und die anderen, die einen Landeflugzeugplatz haben, die wollen eine Drohne drauf starten lassen. Obwohl ich das geil finde, man kann wirklich eine Drohne drauf starten lassen. Theoretisch ja, wenn man es richtig macht, ja. Vielleicht zeigen wir euch da mal von einem Video, weil normal wäre es möglich, wenn man es richtig macht. Ich habe den Kopf vernünftig gerade hingestellt, dass die nicht wegrutschen können. Ja, dafür ist es der Landeplatz, ja. Weil das ist ja die Tonsur. Genau. Aber eine Tonsur hat Vorteile. Wenn man oben eine richtig dicke Tonsur hat, brauchst du nur die Seiten abrasieren. Ja. Mehr nicht. Ja. Das spart sogar Rasierer. Das merkt man ja, wo er eben oben rasiert hat, ist ja dünn schon, an den Seiten so richtig fett. Da kannst du mehrere Pullover machen von und oben ist dünn. Hm. Und wenn du sie rüberfasst, dann ist das schon fast so, wie man sagen will. Ja. Also das Nötigste, also die meiste Arbeit ist schon getan. Sieht ganz gut aus. Ja, und wir sind jetzt bei 22 Minuten fast. Na, das hat ja gut geschafft. Ging schneller als ich dachte, ich habe erst gedacht, schon. Ich dachte schon 30 oder so mit Minuten rum. Also das geht ja wirklich gut. Zeitlich. Mann, wie sieht der hier? Ja, weil es hier halt so dick ist, musst du halt hier ein bisschen. Ja. Und weil er schon geübt ist, er braucht auch hinten nicht so oft hinfassen, der weiß ungefähr, wo was ist. Ja, bei manchen Sachen fasse ich dann doch immer noch rüber oder oben zum Beispiel. Ich merke es ja nicht, bestimmte Stellen. Die sind dann einfach da und dann werden sie auch wegrasiert, ne? So. Wenn man das auch fast geschafft hat, dann sieht das schon ganz anders aus. Oh, da würde ich erstmal sagen, dass ich erstmal eine Pause mache, bis es fertig ist. Und dann zeigen wir euch mal noch das Ergebnis. So. Ja, weil wir können mich schon eine halbe Stunde maximal mit dem Handy machen. Ja, dann bis später. Jo, bis später dann. Ja, wir sind wieder zurück zum Video. Hier seht ihr das geile Ergebnis. Wir mussten ein bisschen stoppen, weil bis jetzt können wir noch nicht über 30 Minuten filmen. Seht ihr das? Zwar noch ein paar Kleine. Hier, schon glatt. Das hier kann man alles runterduschen. Ja, das ist ein bisschen so. Das kriegt man runtergeduscht noch. Ja, so sieht das Ergebnis nämlich aus. Das hier hinten wird auch noch runtergeduscht und so. Kannst ja hier. Handtuch ist ja da. Ja, kann ich nicht sehen. Ich will mal gucken, ob ich noch ein paar Stellen finde, ob ich noch nachbessern muss. Ja, ansonsten ist es so. Ja, diese Frisur hat so viel Geld gekostet, der Typ muss heute im Safe schlafen mit den Kaffee. Das sieht aus wie von hier von Zor mit einem Safe auf dem Kopf. Ja, so ungefähr. Oder mit einem Bärenfalle. Ja. Dann sagen die wirklich, wollen die einen Stil spielen. Ja. Ja, weil der Kopf ist sehr teuer, ist der. Der Rasierer ist mich jetzt komplett ausgelutscht. Das hier macht er mit dem Rasierer später noch hier unten alles, aber das muss man nicht zeigen, das macht ja fast jeder von euch. Genau, das hier oben schafft ja nicht jeder selber, da holen die meisten ja Hilfe. Habe ich auch am Anfang gebraucht, ich kenn's. Kannst du aber bitte? Ja. Ja, da musste Peter mal ran. Zum Beispiel, ja. Wenn ich jetzt duschen gehen müsste, müsste ich jetzt komplett duschen. Ja, doch, immer hast du gut hinten weggekriegt. Ja. Da sieht er, wie schön das jetzt aussieht. So sieht ein Dwayne Johnson aus, wenn er frisch rasiert ist. Ja.
Ben Johnson, naja, da fehlt aber einiges an mir. Da fehlt die Größe, da fehlt alles. Ja, und jetzt kannst du mal deine dicken Arme mal richtig zeigen. So. Nicht. Pump die mal auf, die Arme. Mach mal so. Da ist nichts mehr aufpumpen. Ja, das nicht. Du wirst noch. Diese Frisur kostet ungefähr, sagen wir mal, mit einem Rasierer und dem Gel, wenn man den einmal nutzen kann, kostet knapp 5,50 Euro. Weil den Rasierer kann man ja öfters nutzen. 5,50 Euro hat dieser eine Rasur jetzt gekostet. Ja, da sieht man schon, wenn man das jeden zweiten Tag macht, kann man halt den Kopf wirklich im Safe schlafen. Sonst wird er dir nämlich irgendwann geklaut. Ja. Dann stehst du irgendwann ohne Kopf auf. Das wird auch meine Schwester irgendwann weggeklaut. Zack, wo ist mein Kopf? Ist er weggeklaut worden. Ja, dann kommt da berühmte Handtuch, kein Druck hier noch von euch. Kann man nicht erzählen, was das genau ist, ne? Und jetzt sieht es richtig genial aus. Jetzt ist der Babypo richtig poliert. Boah. So, jetzt kann er. Zu schade, dass ihr das in YouTube nicht spüren könnt. Bis ihr das hier anfassen könnt. Boah, ey, das ist voll der Babypo. Da brauchen wir wirklich noch Puder und eine Windel. Ja. Dann sind wir wirklich durch, ne? Ja. Jo, auf jeden Fall danke, dass ihr zugeschaut habt. Und jo, dieser Cut war echt nötig, ihr habt es ja gesehen. Und jo. Ja. Und der, das da unten im Bad macht er noch selber und so, da müsst ihr ja nicht unbedingt was sehen, das macht ja jeder fast. Genau, das kennt er ja, wie ein Bad rasiert wird, warum habe ich ja nicht so. Jo, dann bis zum nächsten Rasiervideo. Jo, bis zum nächsten Mal dann. Und tschüss. Ciao.